Sehr, sehr nice. Das sieht richtig genial aus. Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ihr seht das: Sonnenschein, Cuxhaven, Dunen, Duna, Allee 2 haben wir geparkt und ja, es war Sonntag, 19.03. und es war wirklich ein Hauch Frühling, mega, mega toll, mega, mega schön. Man hat, ja, die Sonne im Gesicht gehabt. Es waren tatsächlich 14 Grad, also da am Parkplatz. Gut, das Thermometer, da ist geschützt, aber es war einfach nur toll. Es war fantastisch. Klar, wäre ein bisschen mehr Wasser da gewesen, hätte schöner ausgesehen, aber also hatte richtig, ja, Erholungswert sowieso pur und das kann man jetzt in einem Video nicht so transportieren, aber der salzige Geruch in der Nase, also es war einfach nur klasse und die ersten Kinder waren tatsächlich mit Eimer und Schaufel schon am Spielen im Sand, also ja, wir waren so im Elbe-Weser-Dreieck, ich sag jetzt mal, zum Arbeiten, aber zur Arbeit gehört auch immer das Vergnügen und ja, also keine Ahnung, wir waren vielleicht dann 1,5 Stunden an der Nordsee und es waren wirklich 1,5 Stunden, die sich voll gelohnt haben, also einfach nur herrlich und wunderschön, was man vielleicht gleich wenigstens sehen kann, also am Strand waren relativ wenig Leute unterwegs. Auf der Promenade war doch schon einiges los und im Watt war ich eigentlich ganz allein. Man muss dazu sagen, ja, wenn man, ich sag jetzt mal, das Feeling, das Cuxhaven-Feeling haben möchte, dann muss man schon barfuß ins Watt gehen. Das hat aktuell noch was von Kneippkur, also ist wirklich bannig kalt an den Füßen. Nichtsdestotrotz gehört einfach dazu und macht 10-mal mehr Spaß als mit Gummistiefeln. Wobei, klar, Zeit war begrenzt, aber ihr werdet es ja auch noch sehen, so weit ja, und so lange war ich natürlich dann nicht im Watt unterwegs. Aber ja, also Begeisterung pur, ich kann es gar nicht anders sagen. Ganz, ganz ehrlich, ganz fantastisch. Kleine Anmerkung von mir noch für die Zuschauer, die einen Hund haben. Aktuell ist noch Nebensaison, das heißt, die Hunde dürfen in Cuxhaven überall am Strand laufen und spazieren gehen, was sonst ja in der Hauptsaison oder auch zu Ostern, wobei Ostern ist quasi gleichgestellt, also ist nicht Nebensaison, nicht möglich ist. Da kann man ja sich dann mit Vierbeiner nur am Hundestrand in Sahlenburg vergnügen, wobei Sahlenburg ein ganz, ganz tollen Hundestrand hat. Hier übrigens, ich fand das irgendwie als Motiv ganz witzig, sieht man nicht nur, die Kleinen sind im Sand am Herumspielen, auch bei den Großen ist das der Fall und ja, ich sage jetzt mal, Finalisierungsarbeiten am Strand für
die Saison laufen auf vollen Touren und es sieht schon imposant aus mit diesen Baggern, wobei ich insgesamt finde, ohne die Strandkörbe sieht das in Cuxhaven auch nochmal ganz anders aus. Und hier kann man das so ein bisschen erahnen mit dem Schiff im Hintergrund. Also wir hatten einen Tag, wo das erst spät aufgeklärt ist, also im Hintergrund so ein bisschen Dunst, was ich ganz, ganz toll finde. So, das ist es mit dem Video auch schon fast gewesen. Ich finde nur zum Frühlingsanfang passt Cuxhaven perfekt, von daher war mir das wichtig. Und hier Suchbild, wer sieht Kraniche? Also, ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video, alles, alles Gute und ciao.